Die Wärmewende soll nun kommen. Was Habeck als Wärmewende bezeichnet, kann man auch einfach als Heizungsmassaker bezeichnen. Im Volksmund heißt das ja auch schon so. Und da hat man sich in Habecks Wirtschaftsministerium, wo ja die Angestellten und Staatssekretäre miteinander verwandt und verschwägert sind, aus meiner Sicht ein absoluter Skandal. Aber damit soll sich auch mal ein Untersuchungsausschuss befassen, was da eigentlich los ist. Aber aus diesem wunderbaren, verschwägerten Vetternwirtschaftsministerium ist jetzt eben dieser Vorschlag gekommen, dass die Deutschen doch bitte alle ihre Heizungen rausreißen sollen. Also wir reden hier von Millionen von Bürgern, Millionen von Bürgern, da heute immer noch über 75% der Gebäude mit Gas, Öl und Kohle beheizt werden. So, und das ist dem Habeck und seinem Ministerium völlig egal. Und letztendlich hat man sich da ausgedacht, dass eigentlich nur noch Wärmepumpen in Frage kommen. Zukunftsmarkt will man sich denken, Fiesmann hat darauf reagiert. Der deutsche Wärmepumpenhersteller sieht in diesem wunderbaren Lobbyisten-Wärmepumpenmarkt keine Zukunft mehr, wurde gerade an US-Amerikaner verkauft und es wird wunderbar weitergemacht. Das Problem bei Wärmepumpen ist einfach, die Vorlauftemperatur, vor allen Dingen im Winter, können nicht erreicht werden. Also müssen alle Häuser und Wohnungen erstmal energetisch saniert werden. Also es ist ein de facto Sanierungszwang und wehe, die Deutschen machen nicht mit, dann werden sie überzogen mit Bußgeldern in fünfstelliger Höhe. Und dieser ganze Sanierungszwang kostet, so wird geschätzt, pro Quadratmeter 1000 Euro. Also für eine 100 Quadratmeter Wohnung muss dann alles umgerissen werden für 100.000 Euro mindestens. Ganz zu schweigen von Mehrfamilienhäusern und Einfamilienhäusern, die schon ein bisschen älter sind, also de facto Einbauverbot von Gas- und Ölheizung ab nächstem Jahr. Das muss man sich mal vorstellen. Dieser Irrsinn, der geht dann eben noch weiter. Die Menschen werden hier knallhart enteignet, denn was passiert hier eigentlich? Also die meisten, denen noch gesagt wurde, Mensch, kauft euch ein Eigenheim, damit ihr später, wenn ihr in Rente geht, ne, abbezahlte Wohnungen und Häuser habt. Da wird jetzt richtig zugeschlagen. Die sitzen teilweise auf Krediten, die sitzen auch auf abgezahlten Häusern. Alles ist auf Kante genäht worden. Tja, und die müssen verkaufen. Das passiert. Man treibt diese Menschen in die Verarmung. Die meisten können sich das nicht mehr leisten. Und das heißt in der Konsequenz, dass die Bestandsimmobilienpreise natürlich runterrasseln werden, ne? Weil überall jetzt eine Last, de facto Lobbyistenlast von dem Lobbyistenwirtschaftsministerium von 1000 Euro pro Quadratmeter auferlegt wurde. Also die Immobilienpreise werden sinken. Und was bedeutet das eigentlich für den Kreditmarkt? Das wird ja auch immer sehr gerne ausgeblendet. Wir laufen hier auf ein Riesenproblem dazu. Dadurch, dass der Wert der Immobilie, die teilweise über einen Kredit auch finanziert wurde, fällt, müssen teilweise, wenn die Restschuld der Hypothek über dem Wert liegt, muss nachgeschossen werden. Die Bank fordert nach. Und das bringt natürlich, das muss sie, ich glaube, das ist ein Paragraph im BGB 490. Und das bedeutet, da muss nochmal Geld hingelegt werden. Zusätzlich zu natürlich der Erhöhung der Grundsteuer, die kam ja auch noch mit dazu, zu den erhöhten Strompreisen und, und. Also das Ganze ist ein riesen, riesen Verarmungs- und Enteignungsprogramm für die deutsche Bevölkerung. Anders kann man das nicht mehr nennen. Und das, was ich gerade beschrieben habe, ist natürlich auch ein Prozess, was uns in eine Kreditklemme hinein treibt. Dadurch, dass die Immobilien im Wert sinken, Kredite nachher nicht mehr bedient werden können, geraten natürlich auch Banken unter Druck hier in Deutschland. Also das Ganze ist irrsinnig. Was will man anderes erwarten von einem Kinderbuchautor, der sich hier in ganz neue Gefilde wagt? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist eigentlich noch eine Verharmlosung zu sagen, dass diese Leute zu blöd sind. Das glaube ich mittlerweile nicht mehr. Das ist ein ganz gezieltes Deindustrialisierungsprogramm für die Bundesrepublik Deutschland, was hier gemacht wird. Und ich hoffe, dass die Grünen nie mehr wieder in Regierungsverantwortung kommen. Den Menschen muss doch jetzt klar sein, wohin die grüne
Verbotspartei dieses Land führen will. Die Regie sagt mir, ich soll das jetzt im totalen Sympathie-Style machen. Es sei total wichtig, soll das jetzt in jedem Video von mir geben. Also mache ich das. Zukünftig nichts mehr verpassen. Jetzt meinen Kanal abonnieren und Benachrichtigung aktivieren. Mach dir nochmal bitte vielen Dank dahinter. Was? Bitte vielen Dank dahinter. Vielen Dank. Ich bin jetzt nochmal da. Meine Regie sagt mir jetzt, ich habe das vielen Dank am Ende vergessen. Und deswegen sage ich das jetzt. Also nochmal alles von vorne. Zukünftig nichts mehr verpassen. Das habe ich hier auf meinem Zettel stehen. Jetzt Kanal abonnieren und Benachrichtigung aktivieren. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr seid jetzt zufrieden. Vielen Dank.